Hi Leute, ich bin der Pili und willkommen zu meinem Let's Play von Poi. Ungefähr so hat sich das vor ein paar Monaten angehört, als ich letztes Jahr, ich glaube es war Ende September, mit YouTube angefangen habe. Und das hier war mein erstes Let's Play. Das war eine ganz spontane Sache. Ich hatte das Spiel entdeckt und habe einfach angefangen, das aufzunehmen. Und das Spiel wurde jetzt released, vor ein oder zwei Tagen. Ich glaube gestern wurde das Spiel released. Es gibt neuen Content, es gibt ein bisschen was Neues zu sehen und ich habe euch ja versprochen, dass wir das Spiel, falls es irgendwann soweit ist, auf alle Fälle zu Ende spielen werden, beziehungsweise ich euch einfach zeigen will, was es da noch gibt. Und ich habe mich eben eingeloggt und das erste, was der alte Herr mir hier sagte, ist, dass man jetzt unter Deck gehen kann und seine alten Klamotten benutzen kann. Tschupp, so können wir unser Aussehen ändern. Jetzt sind wir mal in Rot unterwegs, finde ich schon ziemlich schick, ist mal was anderes. Wichtig ist jetzt, was ich alle Fälle geändert hat. Oder ich hoffe, dass es sich geändert hat. Beziehungsweise ich weiß, dass es sich geändert hat. Ist dieses Tor, dieses Mysterious Gate, was vorher nicht aufging, geht jetzt auf. So, und zwar seht ihr das. Da sind jetzt diese vier Steine, die gab es vorher nicht. Und die vier Schlüssel sind jetzt in den Welten verteilt. Deswegen leuchten die auch so. Also diese vier Runen, wo ich... Diese Clue Stones hießen die, glaube ich. Die sind jetzt in den Welten verteilt. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, in die Welten zu reisen. Und die Steine zu holen. Und das machen wir jetzt auch mal direkt. Und zwar fangen wir ganz klassisch an mit dem Cozy Canyon. Das war auch die erste Welt, in der wir gelandet sind damals. Und ich würde sagen, das ist wie so eine kleine Zeitreise. Dann springen wir nochmal dahin zurück. Was gibt es noch Neues? Es gibt eine Kamera. Es gibt dafür wohl auch irgendwie nochmal ein paar, ich weiß es nicht, ein paar Punkte. Auf alle Fälle, also ein paar Medaillons. Und zwar, also ich weiß nicht, ob es dafür Medaillons gibt. Wie viele haben wir denn? 100. Steht aber nicht, wie viele wir... Ah, da unten sind übrigens die Cluestones. Es steht aber nicht, wie viele wir insgesamt haben. Oder sehe ich das falsch? Naja, ob man jetzt Medaillons bekommen kann, weiß ich nicht. Ah, Moment. Doch, hier war was. Und zwar... Genau, wenn wir 15 Fotos nehmen, dann kriegen wir auf alle Fälle noch ein Medaillon. Ob es noch andere Medaillons gibt? Wahrscheinlich auch noch eins, wenn wir all diese Klamotten von ihm hier finden. Beziehungsweise eventuell... Müssen wir mal gucken. Auf alle Fälle würde ich sagen, wir reisen jetzt erstmal zum Cozy Canyon. So, auf dem Weg dahin, bis wir da sind. Für euch vielleicht noch der Hinweis. Falls ihr das Let's Play nicht kennt, beziehungsweise die alten Folgen nicht kennt, würde ich euch empfehlen, die alten Folgen zu schauen, damit ihr wisst, worum es geht. Beziehungsweise damit ihr sehen könnt, wie ich die 100 Medaillons gefunden habe. Es sind ein paar Parts, ich glaube paar und 30. Immer so 10 bis 15 Minuten maximal. Lohnt sich auf alle Fälle zu gucken. Ist ein spaßiges Let's Play. So, jetzt machen wir das mal direkt hier mit der Kamera. So, den haben wir schon mal. Jetzt aber schnell weg. Nein, nicht mehr weg. Okay, den haben wir auch noch bekommen, obwohl er uns nicht angeguckt hat. So, ich habe ungefähr eine Ahnung, wo dieser Cluestone sein muss. So, Buckethead auch ein Foto gemacht. Oh, die Schnecke, die wollen wir auch haben. Die haben auch die Welten etwas geändert. Ach Mist. So, dann haben wir die Schnecke auch. Dann geht's hier weiter. Die Biene haben wir auch. Ach Mist. Ich hätte oben hergehen können. So, und zwar war ich... Warum ich hier so zielstrebig gehe, ist, weil ich vorher schon mal eine Aufnahme gemacht habe, muss ich euch gestehen. Also zumindest bis gleich zu dem Teil. Weil ich es leider total verrafft habe, ja, die Aufnahmen anzuschmeißen. Ich habe nur die Webcam aufgenommen. Habe überhaupt nicht das Spiel aufgenommen. Was halt dumm ist. Aber es passiert. Das heißt, ich hatte nur die Webcam drauf und muss das jetzt alles nochmal aufnehmen. Aber ist ja nicht so schlimm. So, und zwar müssen wir hier auf den Stein. Und dann warpen wir uns dorthin, wo es diesen Cluestone gibt, den grünen. Das schauen wir uns mal an. Das ist hier in dieser wunderschönen Welt. Und zwar ist er nicht irgendwo, wir müssen den suchen. Die Frage, wo finden wir den guten? Da ist er.
Ja, ihr seht es, der schwimmt durchs Wasser. Und wir müssen jetzt, glaube ich... Wie haben wir den denn eben bekommen? Gute Frage, ne? So, wir laufen dem mal hinterher. Ach, da vorne ist er ja. So, jetzt haben wir ihn. Da ist der Cluestone. Hat sich ein bisschen versteckt. Cluestone found in Cozy Canyon. Los geht's. Zurück zum Sky und ich, vielleicht schauen wir mal gerade. Oh, was ist das? Was bedeutet das? Vielleicht kann er uns ein bisschen was sagen. Nee. Sagt er uns noch irgendwas? Nein, er sagt uns leider sonst gar nichts. Und deswegen... wir fliegen mal gerade zum... Jetzt will ich eigentlich wissen, ob im Cozy Canyon noch irgendwas passiert ist. Nee, wir fliegen aber mal gerade... Wir gehen erstmal in die Eiswelt. Nee, gar nicht. Da waren wir nicht als nächstes. Wo waren wir denn als nächstes? Ah, ich glaube, es war Sinking Sands. Ich meine, es war Sinking Sands, oder? Oder war es Mount Magma? Ah, es war Mount Magma. Ja, ja, es war Mount Magma. Was Mount Magma? Wo war denn da der Cluestone? Ah, der war hinten hinter dieser Festung gewesen. Genau, da vorne hinter der Festung. Mal gucken, wo er jetzt ist. Ja, ja. Die Quest haben wir alle schon gemacht, aber ein Foto machen wir von dir. Und dann müssen wir mal gucken, welche Gegner wir noch brauchen. Es hat sich grafisch... Na, es sieht ein bisschen sauberer aus, ein bisschen polierter. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so aussieht. Und, ja, wir haben leichte Elemente auf der Karte geändert, würde ich mal sagen. Aber auch nicht allzu viel. So, den haben wir auch bekommen. Ups, dumm. So, wir mussten hier hoch. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Autsch. Wieso kann ich keine Kamera einsetzen? Hä? Okay, das ist kein neues Monster. Das ist einfach nur eine Weiterentwicklung von den normalen Schleimmonstern. Au, 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 au. So, weiter geht's hier hoch. Und wie gesagt, hier hinten war dann da... Genau, da hinten die... Ah, da seht ihr es, da hinten. Und da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt rüberkommen. Das weiß ich nämlich leider nicht mehr. Das habe ich vergessen. Reicht es, wenn wir hier hochspringen? Das sieht doch gut aus. Ja, und auf. Gucken wir mal, ob wir hier den roten dann bekommen. Okay, das sieht schon, ja, ich will jetzt nicht sagen anspruchsvoll, aber anspruchsvoller als das gerade eben aus mit dem Wasser. Aber ist halt immerhin... Autsch. Oh! Okay, es passiert auch ein bisschen was. Oh, 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 oh. So, ein kleines Stückchen noch. Und dann müssen wir den Stein haben. Das sieht ja fantastisch aus. Hm. Was hängt denn hier? In der Kamera. Na, egal. Weiter geht's. So, da kommt jetzt auch dieser Strahl vom Himmel. Dann, ich glaube, das nächste war dann Sinking Sands. Hieß das so? Ja. Sinking Sands. Man kann jetzt natürlich auch mal auf die anderen ganzen kleinen Inseln gucken gehen, ob es da auch noch irgendwas gibt. Ich hole mal eins relativ vom Schluss, damit ich einfach überall hinkomme auf der Karte. Und zwar war das, wenn ich mich recht erinnere. Und das tue ich bestimmt nicht. Oh, ich glaube, der Brunnen da in der Mitte ist auch neu. An den kann ich mich nämlich gar nicht erinnern. Oh. Ist das auch neu?
Ja, Green Lady. Hallo. Ging es hier rüber? Da können wir auch direkt die Schlange mitnehmen. Spiralo. Klingt wie so ein Pokémon. So, dann ging es hier hoch. Die Bienen. Ah, da hinten ist das Zeichen. Seht ihr es? Und ich meine, das war doch in so einer unsichtbaren Höhle oder sowas gewesen. Wenn ich es recht in Erinnerung habe. Autsch, ich bin noch drauf gesprungen. So. Okay, das ist auch nur ein Buckethead und die haben wir ja nun mal schon. So, das war. Wenn man hier rumspringt, konnte man hier reinhüpfen. Ja, und das gab es damals noch nicht. Genau. Das ist dann der Warp. So, wo sind wir jetzt? Ah, okay, jetzt sind wir wieder hier in so einem Wüstenlabyrinth. Mal schauen, wo uns das Ganze hinführt hier. Gucken wir gerade hier drin. Ah, okay, hier ist ein Weg. Man muss ganz schön weit laufen. Wahrscheinlich haben wir uns schon wieder irgendwie dreimal verlaufen. Oder sind schon 25 Mal an dem Ding vorbeigelaufen. Da ist sie. Okay. Da haben wir auch schon schwere Sandslabyrinthe gesehen, wenn ihr euch erinnert. So, dann bleibt das letzte. Es bleiben nur noch die Crystal Cavern. Wo war denn da das? Da muss ich wirklich überlegen. Crystal Cavern. Da weiß ich gar nicht auf Anhieb, wo das jetzt sein soll. Da müssen wir vielleicht mal gerade ein bisschen suchen gehen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Drehen, 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 drehen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du schaffst es. Und los geht's in die Crystal Cavern. Bin mal gespannt. Oh, was? Da ist was auf. Nee. Oh. Das war jetzt aber auch ein anderer. Das ist eine ganz andere Karte. Die kenne ich so gar nicht. Ah, das. Okay, da ist doch das. Ich. Ja, also theoretisch kenne ich das hier. Aber praktisch joint man eigentlich an einem anderen Punkt in dem Level. Und die Gegner da sind auch neu. Flashmob. So. Das da kenne ich auch nur anders. Jetzt bin ich natürlich total verwirrt und weiß überhaupt nicht, wo hier. Die Gegner sind auf alle Fälle neu. Die gab es so nicht. Ich gucke jetzt eigentlich. Versuche jetzt irgendwo dieses. Das ist nicht so wichtig. Für mich wäre jetzt wichtig, das Ding zu finden. Oh Gott, hier ist ja alles anders. Aber wirklich alles. Was, hier war irgendwo noch eine Höhle, da ging es rein. Oh je, Leute. Das gibt jetzt aber ein bisschen Rumgesuche hier. Ihr seht auch nicht zufällig irgendwo. Kann ich da hoch? Nee. Dann fahren wir mal da hinten hoch, gucken. Da ging es auch noch hoch. Also so ein wenig ähnlich ist das Level noch, aber es hat sich schon einiges geändert. Da hinten ging es auf alle Fälle noch rein. Da kommen wir jetzt gerade nicht rein. Hier ging es noch weiter hoch. Beziehungsweise hier ging es, glaube ich, in eine kleine Höhle rein. Vielleicht gucken wir hier mal.
Aber hier sehe ich jetzt zum Beispiel nichts. Dann gehen wir doch mal... Na, jetzt habe ich diese blöde Uhr aktiviert, die ganze Zeit tickt. Aber dann gehen wir mal da... hier hoch. Genau, hier wollte ich hoch. Das Problem ist halt, dass das Level sehr, sehr undurchsichtig ist. Nein, Mist. Oben vielleicht? Das kenne ich nämlich auch noch nicht. Ne, da ging es in diese Höhle rüber. Genau, da war irgendwie ein Achievement oder so gewesen. Da unten ist so ein Stein. Den gehen wir uns aber mal angucken. Okay, für 100 Münzen verkauft er uns was. Okay, wir haben keine 100 Münzen. So, jetzt will ich natürlich wissen, was er uns verkauft. Und andererseits müssen wir auch noch das Dings finden. So, das hier oben war nur No Escape, aber vielleicht sehen wir von hier was. In der Höhle ist auch nur ein Kristall. Ich dachte, wir holen jetzt gerade schnell die Clue Stones alle, aber das wird jetzt wohl doch ein bisschen mehr Arbeit, als ich dachte. Auf alle Fälle, da ist halt noch zu, ne? Da müssen wir mal gucken. Ob wir da irgendwie... Autsch. Ob wir da irgendwie reinkommen. Können wir übrigens Fotos von den Fledermäusen machen? Ja, sehr gut. Oh wei, die Steuerung ist ganz durcheinander, wenn die uns treffen. So, dann würden wir nochmal... Ich würde jetzt nochmal hier reingucken gehen. So, da können wir rein. Wir können halt auch da... Oh, da oben. Da oben ist doch ein Zeichen. Das da... Ach, ganz da oben drauf. Seht ihr das Leuchten? Okay. Jetzt kennen wir den Weg. Oh, das ist genau die blödeste Stelle vom ganzen Level, die ich so... gehofft hatte, nie wieder machen zu müssen. Hier vielleicht? Das sieht einfach aus. Am besten vielleicht hier weiter, weil das ist einfach nur springen, ohne irgendwelche Gegner und so. Das mag ich. Ja, das sieht doch hervorragend aus. Und hier hochklettern. Und hier ist zumindest mal ein fettes Zeichen. Da gehen wir mal rein. Und dann müssten wir eigentlich auch den letzten Gluestone haben. Oh, eine dunkle Höhle. Pssst. So, wir gucken mal. Sieht schon schön aus alles. Lauf, 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 lauf. Okay, da müssen wir gleich rüber. Dafür müssen wir aber... Und jetzt laufen. Laufen, 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 laufen. Ich bin gerade etwas angespannt, weil das ist hier nicht so easy going, weil man rutscht immer auf den Dinger noch. Und ich habe jetzt auch keine Lust. Nein! Hier runterzufallen. Oh, es ist mir aber warm geworden. Bleib stehen! Oh, oh Gott, ist das rutschig. So, eine noch und da. Oh, haben wir es geschafft. Jetzt habe ich tatsächlich angefangen zu schwitzen. Oh, wir sind vorbei. Angefangen zu schwitzen. Errungenschaft freigeschaltet zum geheimnisvollen Tor.
So, dann laufen wir jetzt auch direkt dahin. Ich bin super gespannt, was dahinter ist. Ich hoffe, ihr auch. So. Kriegen wir noch eine Animation wegen dem Tor? Es sieht gut aus. Ja, wie aufregend. Finde ich auch. So, dann ist das unser Ziel. Also, ich habe immer vermutet, dass seine Frau hinter diesem Tor ist. Also, er hatte ja damals seine Freundin verloren und alle Medaillons. Und hat deswegen jetzt alle Medaillons gesammelt wieder. Und mal schauen, seine Frau ist damals vermisst geblieben, als er in den Sturm geraten war. Ob da jetzt noch eine neue Welt ist oder ein Endgegner, vielleicht sogar ein paar neue Welten. Ich weiß jetzt nicht, um wie viel sie das Spiel noch erweitert haben. Step into the light, das kann ich. So Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich und wollt sehen, was dahinter liegt. Auf Wiedersehen.